Herzlich willkommen, das ist der letzte Boss aus der Nichtseiche. Ich bin wieder Tank, ich main-tanke das ganze Viech, beziehungsweise ich versuch's noch. Bei diesem Boss ist ein bisschen was zu beachten, und zwar... Bei einem Sichel, die in der Mitte stehen, nicht in AOE-Flächen stehen. Auf der Map sehen wir A, B und C. Das hat den Grund, die Schlange, beziehungsweise Echidna, teilt sich durch drei, jeder Tank bekommt automatisch einen zugewiesen. Jetzt springt sie, und das Springen bedeutet im Prinzip stacken, Schaden teilen. Absoluter Riss ist eine ganz blöde Attacke. Wenn man davon da getroffen wird, sieht man wie ich, dass wir dadurch erhöhte Verwundbarkeit kriegen. Das ist immer ganz blöd. Jetzt teilt sie sich A, B und C. Wir sind A, also zum A. Die zwei Schlangen dürfen nicht zu nah beieinander getankt werden, sonst kriegen die einen Stack und kriegen die weniger Schaden. Deswegen ist es auch immer schön, wenn man das so tankt, die in der Mitte und die beiden am Außenrand. Einfach runterköppeln. Ist das passiert, verwandeln sie sich wieder zu einer. Und dann geht der ganze Spaß von vorne los. Dann kommen wir zwei Ads, zwar die zwei Blutwächter. Die müssen von den anderen Tanks getankt werden, ansonsten kann es sein, dass Mitspieler sterben, weil die relativ viel Schaden machen. Das ist nicht feierlich. Hier kommt wieder der Sichelschlag, das ist im Prinzip Tankschlag. Bei Versteinerung umdrehen, nicht hingucken. Sonst sieht man, wie unser Heiler und unser Mönch, unser Ninja versteinert sein kann. Jetzt kommt ein AOE-Feld. Da stellt man sich einfach in die freien Felder. Ja, hat dieser Boss auch nichts zu bieten. Dann teilt sie sich nochmal, dann das gleiche Spiel nochmal von vorne. Mal Versteinerung, das kann man blockieren, indem man sie tretet, beziehungsweise stunt. Dann hauen wir sie einfach wieder runter. In dem Fall hätte ich gestunt. Ja, das war's. Viel Erfolg damit und viel Spaß.